Guten Morgen, heute ist Sonntag und die Familie macht einen Ausflug. Und Anouk möchte gern in... Eisbär. Als Eisbär gehen. Und Lumen möchte gern als Lumen gehen. Wir gehen jetzt mal los, ein bisschen raus, ein bisschen spazifikazieren. Blume. Und Skadi geht als Zwerg. Ich habe leider nichts so Originelles, ich habe nur ein Weihnachtsmannkostüm im Keller. Mama bleibt Mama. Einer muss ja für Ordnung sorgen. Kamera kommt mit. Hier, unheimlich sicher. Guck noch zum Spiegel. Mit guck noch zum Spiegel, ja. Also sehr sicher. Wenn die Scheibe schon mal fehlt. Das ist TÜV-konform und vor allem einbruchsicher. Das Restaurant, wo wir hingehen wollten, hat nicht offen. Ja eben, es gibt keine Alternativen mehr. Das war ja noch vor 4 Jahren, war das total anders. Es war voll, da hat jetzt schon hier das Leben am Sonntag getobt. Cafés waren offen. Auch wenn 11 Uhr immer eine frühe Zeit ist für die Leute hier, aber trotzdem waren schon ein paar Leute da und Cafés waren offen. Hier ist alles zu. Furchtbar. Jetzt sind wir gleich durch. Mit der ganzen Straße. Und irgendwie gibt es hier gerade nichts. Hier zu. Ist alles geschlossen noch. Ich weiß ja nicht, was los ist. Machen die alle Ferien? Ich bin ganz schön erstaunt, muss ich mal sagen, dass hier alles zu ist. Nirgendwo gibt es hier in Kreuzköln drin, die Kreuzberg Neukölln, am Kanal irgendwo ein Café. Also eins hat die offen hier vorne. Mal gucken, ob da Platz ist für so viele Personen und so viel Lautstärke, wie wir hier mitbringen. Müssen wir mal schauen, ne? Die machen jetzt gerade auf erst. Schauen wir mal hier. Das sieht ganz gut aus. Spindler. Warum macht man so ein schönes Café nicht auf? Hier genau am Kanal, an der Ecke vorne, Kottbusser. Von den Kofer. Ist nicht offen. Versteht nicht. Wenn ich sowas hätte, ich würde da Geld verdienen wollen. Haufen Chinesen, Asiaten sind hier sozusagen, Vietnamesen, Thai. Das ist alles offen. Die sind alle fleißig. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Frühstück essen. Wir suchen weiter. Hier ist es schon ein bisschen voller. Komm, so auf der Ecke ist das. Geh mal gucken, wie der Laden heißt. Auf der Ecke. Der gelbe. Ja. Yo, Eisbär. Wo kommt ihr denn her? Aus dem Bett, oder? Nordpol, Mensch. Willst du mit dem mal leiden? Dann kannst du wahrscheinlich nicht leiden. Ihr habt jetzt frei nach Weihnachten, können Sie jetzt was essen gehen, endlich. Hallo. Ja. Oh, was für ein langer Zettel. So viel Platz. Haben wir? Naja, erst und letzte Mal in diesem Jahr. Essen. Was ist das denn hier? Nein. Was ist denn los? Nein. Das ist Intelligenz-Malis. So schließt man noch nicht an. Na, wenn jemand so anschließen würde. Aber Glück, dass der Wagen noch da ist, ne? Ja. Weil weißt du, was man macht? So, man kann es rausnehmen. Dann nimm's raus. Laterne ist immer besser. Na, geh mal gucken. Los, jetzt kannst du. Rennen. Skadi. Der sieht auch an Tür. Ja. Und tschüss, wir holen euch dann später ab. Ja, haben wir schön Ball gespielt auf alle Fälle. Und jetzt geht's nach Hause. Erstmal wieder. Kurz aufwärmen, einen Tee trinken oder so. Pack das ein. Das muss man jetzt nicht aussprechen. Und du sollst deine Jacke anziehen. Bist du durchgeschwitzt ein bisschen, jetzt musst du die Jacke anziehen. Halt mich. Wir sind jetzt fertig mit Spielen
Und jetzt gehen wir nach Hause, oder Papa? Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause und trinken mal einen Tee. Was, Luki? Ja. Machst du einen schönen Tee für uns? Mhm. Ich mach ganz noch viel Tee. Ich vorgegangen sind. Komm, bitte. Und es ist eisekalt in der Wohnung, war das die auf 0 Grad gestellt. Ist aber nicht 0 Grad in der Wohnung. Das ist Schneeflocken. Dann immer noch 20 Grad. Nee, niemals. Hier schon mal Burger gegessen. Sieht gut aus. Kannst du drehen? Ja, es müssen. Schwarz und Rot, das passt gar nicht. Schwarz und Rot ist da angezogen, das passt gar nicht. Ich will das Schwarz und Weiß nehmen. Das sieht eher auch so aus. Ja, ne? Ja. Papa? Oh, ist grün. Der sieht, Papa, weißt du, der sieht eher aus wie ein Rockstar. Heute machen wir mal einen Tee mit Tischkultur hier. Ja, was ganz Leckeres. Jetzt sind nämlich die guten Jena Glas. Ach, so was liebe ich ja. Ich liebe ja so einen Weihnachtstee, haben wir jetzt gemacht. Den haben wir geschenkt bekommen oder ich geschenkt bekommen von meiner Schwiegermutter. Mit Kandiszucker. Mit Kandiszucker. Ja, und schönen Dank an dich, Maria und Simon, für dieses wunderschöne Geschenk, was uns heute Freude bereitet. Muss man ja auch mal sagen. Und in dieser guten Kanne, das weiß auch meine Schwiegermutter zu schätzen, die hat nämlich auch sowas und mag das auch. Und in diesem wunderschönen alten Wegglas, das ist der Kandiszucker, schmeckt es gleich dreimal so gut. Ich finde Keksen jetzt gut, aber... Oh Mann, ey, auf alle Fälle, Katze hat gerade wieder gekotzt. Die verträgt das eh das Essen nicht. Und die hat in der Nacht Chimney gefressen. Irgendwas Chimney. Aus dem Müll. Hat sie schon 30 Gramm. Das hat sie auch nicht vertragen. Wie viel willst du haben? Ich nehme zwei große denn. Ja. Die kann nicht, das ist ja immer nicht sehr. Oh! Heiß! Sollte man nur gucken. Die knacken sofort. Jetzt bei mir bitte. Oh, da kommt. Na? Wir? Natürlich. Oh ja, okay. Lass mal hier. Das ist die Kanne, der Henkel abgeht. Der Henkel ab? Ja. Das ist jener Glas, was ist bei dir los? Das ist schwer. Ja. Na, das wäre ein Ding. Ja, ich freue mich auf alle Fälle. Die Katze hat Leute mir jetzt essen. Die kriegt ihr hier nicht. Nö. Das gekochte wird's ja auch nicht. Gekochte böse nicht. Schimmelböse. Lieber Schimmel. Ist halt eine Straßenkatze, kann man nicht machen. Das gibt ja Blut. Eh noch 5 Minuten. Jetzt haben wir Kotze weggewischt, 10 Minuten. Das ist hier eine Anstalt, ey. Versehrte Anstalt. Meine Frau kann nicht rennen. Und meine Katze kann nicht fressen. Ja, ich guck jetzt mal im Netz, was da so geht. Heute kommt auch der Kollege vorbei wegen der Lampe, eventuell. Nein. Tischbeine sind doch überall. Tja, mal schauen, ob der kommt. Ist ja immer so eine Sache. Die sagen zwar dann immer, ja, ich komm mal rum. Ab 18 Uhr. Und am Ende, ja, bei eBay Kleinanzeigen ist das. Und am Ende kommen sie auch nicht. Los. Los. Papa, aber ich würde gerne den hier nehmen, der hier ist dann links. Kannst du 24 reichen, um auszuprobieren, ob das ihr besser tut? Jojojo! Hi Leute, haben mir geschrieben. Und ja, es war ein bisschen mehr los, es war auch der Samstag und natürlich. Wir trinken Weihnachtstee mit Zucker. Und wir trinken Weihnachtstee mit Zucker jetzt, ganz genau. Und Lumi trinkt mit. Und ich darf den probieren nämlich. Genau. Mir schmeckt der. Lumi hat erstmal probiert und jetzt findet sie den gut und möchte den. Ich auch. Wollte erstmal kurz mit der Zunge probieren, dann habe ich auch. Ob der mir gut schmeckt und habe ja genau und hab gleich so den ganzen Löffel genommen. Ja, das ist doch super.
Diesmal mehr Publikum, hoffentlich auch mehr Käuferinnen, Käuferinnen unterwegs. Ja, und was die Preise beim Bäcker betrifft, kaufe ich dort schon lange nichts mehr. Gibt's in meiner Umgebung nur noch einen. Ich will Weihnachtstee hier drin. Und ich will den Weihnachtstee auch an meinem Geburtstag haben. Ja, 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 da müssen wir mal gucken, ob wir den da noch kriegen. Fakt ist, dass bei unserem Bäcker ist es ja so, dass er die Preise permanent erhöht hat. Und nicht nur einfach. Und nicht nur anniedlichen hat, sondern einfach eben, also angleichen wäre ja okay. Aber ich finde für eben die 7 Schuppen und 3 Brötchen 4 Euro. Find das waren sogar mehr als 4 Euro. Ich habe mal irgendwo den Passenz drin geblättert. 4 Euro noch was? So, ja, meine Güte. Ja, aber das sieht so aus. Findest du noch einen da drin? Ein kannst du dir nehmen. Ein. Nur ein, nur ein. Über eins. Nur ein. Kleinsten ein Stück an die Kleine. Bei ihr ist. Na, wollte sie. Achso, wie meint ihr? Aber bei ihr ist 2 ist 1. Und da ist er mit dem senken Kopf rausgerannt. Der gibt's ja keinen. Ein ist ein halber. Bei ihr, das ist eine andere Rechnung. Hey, wie ist der denn hier eingeflutzt? Das ist so ungerecht, dass sie nur einen bekommt. Ja, aber hier die ganze Packung aufgegessen. Davon habe ich 2 gegessen. Und du hast wie viele gegessen? Das ist realistisch gesehen. Ich habe wirklich 2 gegessen von denen. Also. Wenn überhaupt, ich auch 2. Vielleicht nicht mal. Vielleicht auch gar keine. Wahnsinn, die ganze Packung. Die ist After Eight süchtig. Aber wirklich After Eight süchtig. Das ist ja eine Schokolade, die Kinder eigentlich gar nicht essen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Und wir haben ganz viel Weihnachtstee noch. Ja. Und der Bubble Tea, der Weihnachtstee. Also wie gesagt, bei dem Bäcker, da ist ein bisschen schwierig. Gerade. Weil dort wurde alles umgestellt. Linsensuppe kostet jetzt viel mehr. Ja, das ist nicht gut. Ein bisschen süß geworden. Ja, ja, man muss richtig rühren. Dann wird das. Ja, das Problem ist einfach auch also die Qualität von dem Bäcker und aber die ganze Konkurrenz hier im Umkreis. Hier die Brötchen und Croissants. Ich meine, der Schokocroissant kostet jetzt 1,10 €. Bei dem Bäcker, 1,10 Euro, ja. Woanders kriege ich dafür 2. Für 1 Euro. Das gleiche. Mhm. Ist ja selbst Lieferant, ja. Ja. Ich bin ja selber auch ein kleiner Händler aus der Umgebung hier und freue mich ja auch über Unterstützung. Aber so, aber da müssen wir echt gucken, weil das geht ja auch bei mir an meine Preise. Wenn ich dann das bezahlen muss, beim Bäcker quasi monatlich nur für Brötchen 120 Euro ausgeben müsste. Und dann noch vielleicht mal ein Schokocroissant dazu kommt oder so. Und dann bin ich ja bei 150 Euro im Monat, sagen wir mal. So in etwa. Nur für Brötchen, ohne was. Da muss ich ja meine Preise auch erhöhen, damit ich mir das leisten kann. Und das geht ja, denn ich, da ich meine Preise eigentlich halten will, kann ich da leider nicht mitmachen. Und ich meine, das ist ja hier vorne an der Straße, ist ein Bäcker, der verkauft die Brötchen für 5 Cent. Das sind natürlich Schrottschrippen. Das wissen wir auch. Ja? Aber viel besser sind die hier vorne aber auch nicht. Ne? Genau, viel besser sind die ohne. Ja. Und ich halt wie gesagt, mal, was also ich gibt bekommen noch, habe. Gibt noch mal einen Bäcker hier um die Ecke, der ist so richtig gut. So Schwedenback. Mhm. Aber da kosten Brötchen? 1 Euro. Kosten Brötchen 1 Euro. Aber. Aber es ist selbst also wirklich das gebacken. Ist, das ist aber wirklich aber auch schon so gehaltvoll wie ein Brot. Fast. Ja. Also das sagen. Das Brot selber kostet 6 Euro. Aber genau, das ist aber auch ein großes Brot. 2 Tage und es ist immer frisch. Nutella bekommen. Genau, und heute wollen wir mal frühstücken und. Lumen hat sich einmal Nutella mitgebracht vom Buffet. Einmal im Buffet damit aufgegessen Frutz. Und einmal zu Hause damit aufgegessen Frutz. Das ist ein Pack, was wir hier hatten. Ja, nee, das ist alles leer. Guck mal, Papa, wie klein das ist. Ja, und ich mach mir jetzt noch einen Tee. Und dann ist erstmal Schluss. Die Geschichte unserer Bekanntschaft. Ich weiß nicht, das ist schon so lange her. Ja, genau, wir sind schon zu lange zusammen einfach. Also, den Freitag waren wir beim Italiener mit Leon. Wir wollten noch ins Kino. Genau, aber es lief kein Film, den wir auch genau mit Leon sehen können. Das war der erste Dings, genau. Ich hätte mit dir Last Samurai gucken wollen, weil ich den Film hatte ich schon im Kino, ich war auf dem Kino. Mit dem wollte ich nie gucken. Genau, aber mit Leon wäre das auch gar nicht gegangen. Und das war der einzige Film, wo ich gesagt habe, okay, den hätte ich mir nochmal angeguckt. Aber ich findet Nemo noch. Alles andere war Schrott. So, dann haben wir uns, hast du mich nach Hause gebracht, dann haben wir uns nicht mehr gesehen, erst wieder danach die Woche, wo du im Laden dann warst und mich dann zur Arbeit gebracht hast
oder wir mich zu Oma gebracht hast. Und dann waren wir den Freitag nochmal beim Griechen. Wir waren beim Griechen gewesen. Und dann... Wir haben alle auf Tagebüchern übernachtet. Mama hat gedacht, ich bin bei irgendwelchen Nazis. Du bist bei Nazis? Weißt du, dann haben sie mich da angerufen. Mein Gott, ich dachte schon, die ganzen Nazis fahren hier bei dich her. Welche Nazis? Keine Ahnung. Welche Nazis? Wo warst du? In Köpenick. Köpenicker Nazis. Auf jeden Fall. Am nächsten Morgen hast du mich dann erstmal nach Hause gebracht. Dann habe ich mich umgezogen. Wir sind dann ins Kino gegangen oder so. Und dann hast du mich abends wieder nach Hause gebracht. Wir waren dann aber schon zusammen. Ja, wir sind auf die Wiese gefahren erstmal. Soll ich dir die Schafe hier zeigen? Genau. Und dann am Sonntag bist du wieder aufgetaucht nach dem Markt. Wir haben auch gar nicht weiter darüber gesprochen, wann wir uns wiedersehen. Es war einfach... Verständlich. Hat sich einfach gut angefühlt. Und am Sonntag kamst du wieder nach dem Markt und seitdem bist du nicht mehr von meiner Seite gewichen. Dann bist du da eingezogen bei uns zu Hause. Mit deinem Kulturbeutel kamst du an. Genau, jetzt weiß ich's wieder. Als Parasit. Mit so einem Kulturbeutel. Mit einem Kulturbeutel. Und das haben wir dann so 2 Wochen gemacht, dass du damit gewohnt hast. Und ja, und dann sind wir rausgeflogen. Und dann haben wir gesagt, hatten wir Essen gepackt, eine Tasche. Und meine Kleidung war ja schon nicht mehr im Stand. Da war ja dann Alex auf einmal drin. Na, du ziehst ja aus, wurde gesagt. Genau. Du ziehst ja eh aus. Und schwupps. Wollten sie mich nicht mehr durchfüttern, wahrscheinlich habe ich zu viel gegessen. Und dann saßen wir bei dir in der Wohnung. Fest. Und das war 30 Monate zu. Und seitdem sind wir zusammen. Die Geschichte unseres Kennenlernens. Und das fällt einem alles ein, liebe Schwiegermutter, bei diesem wunderschönen Wintertee. Da fällt einem das nochmal ein, wie man sich so kennengelernt hat. Ja, und jetzt haben wir 4 Kinder bald plus Leon. Er ist ja kein Kind mehr, zählt ja nicht mehr. 4 Kinder bald und ein Rüpel. Unglaublich. Ein Flegel, ein Rüpel. Ja, der macht sich wohl. Ich glaube, bei Tieren sagt man das auch so, ne? Im Flegelalter, da unten. In der Pubertät sind. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube auch. Habt ihr die Geschichte auch mal gehört? 15 Jahre meines Lebens einfach weggeschmissen. Genau so. Gut auf Gegenseitigkeit, aber gerne weggeschmissen. Mit dir verbracht. Wie war du drin? Als du auf dieser 100.000-Euro-Reise warst, dann warst du ein paar Tage mal weg. Und? 10 Tage. Und zwischendurch warst du sogar mal nach zu Hause. Einmal weg da, am zweiten Tag. Wisst ihr noch, wir sind nämlich nach München gefahren. Der Jagd nach dem 100.000-Euro-Mann von RTL war die Sendung. Da sind wir am ersten Tag nach München gefahren. Am zweiten Tag sind wir nach Kiel gefahren. Am zweiten Morgen, also am ersten Nachts, sind wir nach München aufgebrochen. Abends sind wir nach München aufgebrochen. Morgens waren wir da. Und dann sind wir abends weitergefahren nach Kiel. Nach Hamburg. Nach Kiel. Irgendwie wieder hoch auf jeden Fall. Nach Kiel. Dann sind wir von Kiel nach Berlin. Und dann war ich kurz zu Hause, ja. Für ein paar Stunden. Hat sie so getan, als ob ihr euch aufgelöst habt? Nein, das war noch nicht. Das war noch nicht? Nein, nein, nein. Und dann sind wir weiter nach irgendwo Willebad Essen. Stimmt. Willebad Essen. Ah, hast du es jetzt alles geschafft? Und dann sind wir weiter nach Magdeburg. Quatsch, nee, dann sind wir nach Wiesbaden. Da habe ich das nicht gefunden, das eingetragen. Dann sind wir nach Wiesbaden. Und in Wiesbaden haben wir 1 oder 2 Tage verbracht. Weiß ich gar nicht, waren 2 Tage, glaube ich. 1 oder 2 Tage. Du hast 2 Tage gefunden. 2 Tage in Wiesbaden. Und von Wiesbaden sind wir nach Magdeburg. Und in Magdeburg haben wir den dann erwischt. Eigentlich in Helmstedt. Im Zug. Ja, so war das. Das war die 100.000-Euro-Jagd. Dann waren wir nochmal getrennt, nur noch zu den Entbindungen. Ansonsten waren wir nie alleine. Doch, ich war einmal jetzt auf Montage. Was für Montage? Ach, mit dem Baum. Ja, diese Baum-Session war jetzt das nächste Mal, wo ich mal nicht da war. Wo ich hier allein gelassen bin. Aber ich hab dich auch schon mal allein gelassen. Ich war auch einmal auf Fortbildung. Stimmt, du warst auch immer auf Fortbildung. Ja, ja. Weißt du? 2 Tage oder so. Ja.
Und ich war jetzt wegen dem Baum zweimal, zwei Tage weg. Achso, dann war ich auch noch bei meiner Mutter unmöglich. Bei deiner Mutter war es auch. Aber das ist alles die letzten Jahre erst passiert, wa? Ja, außer ich fortgelungen, lieber als nicht. Nein, wir haben einfach, genau, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir müssen jetzt die Beziehung einstellen. Beim Weihnachtstee. Alles beim Weihnachtstee, liebe Schwiegermutter. Jetzt haben wir uns nichts mehr zu sagen, außer... Ich lecker. Ich lecker. Herzlichen Glückwunsch, du bist nochmal Vater. Ganz genau. Ich bin schwanger. Ich mache jetzt, Schnitt. Ich schneide jetzt. Und dann sehen wir uns gleich. Vielleicht nochmal. Mal schauen. Wenn nicht, sehen wir uns morgen wieder. Und verabschieden uns mit diesem wundervollen Tee. Und mit dieser wundervollen, so haben wir uns kennengelernt, Geschichte von euch. Und macht es gut. Habt einen schönen Restsonntag. Bis dann. Sagt Familie Müller. Müller. Müller.